Ja, herzlich willkommen zu dem Online-Salon des Integralen Forums. Und heute haben wir eine extra wunderbare Ausgabe. Und zwar geht es um die integrale Weltsicht und die drei Gesichter Gottes. Und unser Gast ist Helmut Dörmann. Und ich freue mich, dass Monja wieder co-hostet mit mir. Sie hat das schon ein paar Mal gemacht und ich freue mich mal jedes Mal, wenn sie da dabei ist. Ja, über mich habe ich noch nichts gesagt. Ich bin die Heidi Hörnlein von thewisdomfactory.net, die Webseite, wo ihr ganz viele dieser Podcasts findet, zu jedem Thema, könnte man fast sagen. Vieles jetzt mittlerweile auch in Deutsch, aber ganz, ganz viel auch in Englisch zu verschiedenen Themen. Das ist jetzt erstmal genug zu mir und ich gebe rüber zu dir, Helmut, und kannst du ein bisschen sagen, wer du bist, wo du bist, was du bist und so weiter. Und dann. Ja, erstmal schönen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich werde mich bemühen, mal versuchen, ein bisschen was von dem rüberzubringen, wer ich bin und was ich mache, wie ich denke. Ich komme aus Minden, bin hier schon viele Jahre in Minden, leite hier seit über 10 Jahren einen integralen Salon und auch eine Jahresgruppe Integrale Spiritualität. War früher mal mit Michael Habecker und Sonja, gab es mal eine Schule für integrale Spiritualität, SIS genannt, war ich Mitbegründer und bin Dia-Partner, ja, gebe Seminare am Benediktushof zum Thema Spiritualität, zum Thema Sterben und Tod. Mein Hauptberuf ist Koordinator für einen ambulanten Hospizverein hier in Minden. Und mit den Themen beschäftige ich mich auch, also Sterben, Tod, Trauer, Selbstfindung, Selbsterforschung, das sind so meine Themen. Ja, Ja, vielleicht danke. so erstmal, okay, ja. Ja, das ist sehr okay. Und das ist auch insofern sehr interessant, weil das sind ja gerade Themen, die im Allgemeinen mit sehr viel Tabu belegt Ja, sind. Ich habe stimmt. letztes Jahr auch eine ganze Serie gemacht über Conscious Living, Conscious Dying, hauptsächlich auf Englisch, aber auch ein bisschen was auf Deutsch. Und ja, wer interessiert ist, freut sich drüber, aber es sind halt nicht so sehr viele Menschen interessiert. Insofern würde ich später auch dich mal fragen wollen, wie die Antwort in deinem Umfeld ist. Ja. Aber lassen wir mal über die integrale Weltsicht, die drei Gesichter Gottes. Wer im integralen Zuhause ist, weiß vielleicht, was das bedeutet, aber vielleicht für die, die das nicht so genau wissen, kannst du da kurz sagen, was das bedeutet? Ja, ich kann schon sagen, was das bedeutet. Würde ich mich auch gerne an Ken Wilber orientieren. Ich selber habe für mich, so wie Ken Wilber auch in seinen Schriften schreibt, das zweite Gesicht Gottes, also das Du, das Gegenüber, auch vor vielen Jahren so über Bord geworfen, könnte man vielleicht sagen, und habe mich auch mehr mit dem Göttlichen in mir beschäftigt. Und das war für mich wichtig. Und im Grunde genommen durch die Beschäftigung mit Ken Wilber sind diese drei Gesichter Gottes nochmal sehr lebendig geworden. Vor allen Dingen auch das Göttliche im Gegenüber, das Göttliche im Du, auch die große kosmische Kraft, wenn man die so nennen kann, dem nochmal einen Wert zu geben. Das war für mich wirklich ein Aha-Moment, den ich auch hier in meiner Gruppe weitergetragen habe. Und ja, das war vielleicht gleich das zweite Gesicht. Das dritte Gesicht verstehe ich selber. Vielleicht stimmt es nicht so ganz im Wilberschen Sinne, aber als Naturmystik, als all das, was erscheint, was wir sehen, was Bewegung ist, ja, vielleicht auch darauf vielleicht erstmal so reduziert. Das wiederum verstehen viele Menschen. Also Naturmystik ist ja etwas, was viele Menschen kennen, auch Erlebnisse hatten, ich selber auch. Und wenn man mit Menschen spricht, dann hat das für viele schon eine Bedeutung und hat einen Klang, ne, wenn man draußen in der Natur ist. Und naja, das erste Gesicht Gottes, das Göttliche in mir, ist natürlich, wenn man, ich meditiere jetzt selber schon viele, viele Jahre, und das Göttliche in mir zum Erwecken zu bringen oder meine Seele zum Erwachen zu bringen, das will ich mal als das erste Gesicht bezeichnen. Und
Das ist mir von den drei Gesichtern vielleicht auch das, was mir persönlich am nahesten ist. Aber die anderen beiden Gesichter, so wie Wilber das genannt hat, finde ich schon auch ziemlich von Bedeutung. Ja. Ja. Möchtest du vielleicht noch einmal klar machen für unsere Seher oder möglichen künftigen Seher, was integrale Spiritualität spezifisch auszeichnet? Das letzte habe ich nicht verstanden. Hast du die Frage noch? Was integrale Spiritualität speziell auszeichnet? Also wodurch unterscheidet sich integrale Spiritualität von herkömmlicher Spiritualität? Ja, da würde ich mich auch gerne auf Ken Wilber beziehen. Er hat einmal gesagt vor längeren Jahren in einer seiner Bücher, wenn man auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig praktiziert, dann kommt man in seiner Entwicklung am besten voran. Und dieser Satz, der ist mir selber sehr eingängig geworden. Ich komme ja aus der Mystik, bin also an der Schule von Williges Jäger gewesen oder bin es noch, und da gab es im Grunde genommen nur eigentlich nur das Sitzen, also das Sitzen in der Stille. Und ich habe dann, ich würde mal für mich integral bezeichnen, dass eben noch Ebenen dazukommen, wie, wenn ich es jetzt mal auf Praxis beziehe, auf spirituelle Praxis, dass Übungen, die für die Emotionen hilfreich sind, wie zum Beispiel Tongen, die Passana, oder wie auch ein Stück Schattenarbeit auch in einer Meditationsgruppe durchzuführen. Und Schattenarbeit im Augenblick, sagt Ken Wilber ja. Und das finde ich auch sehr sinnvoll. Dass das Denken dazukommt, ist für manche etwas ungewohnt. Das wissen wir jetzt. Ich kenne es aber auch im Kontext von Mystikern im Dunstkreis von Williges Jäger, wo das Denken eigentlich eher abgewertet wird und wer denkt, ist eigentlich auf dem falschen Weg. Und das würde ich auf jeden Fall auch als etwas sehen, was für eine integrale Spiritualität wichtig ist. Also Sichtweisen einzunehmen oder man könnte auch vielleicht aber einfach sagen, zu verstehen. Man möchte ja nicht nur Erfahrungen machen, sondern auch verstehen, wie ist die Welt oder wie ist Entwicklung. So ist es mir jedenfalls immer gegangen und das teile ich eben auch mit anderen, die möchten verstehen. Okay. Ja, und in dem Sinne, wenn ich es mal vereinfacht sagen darf, dann sage ich ganz gerne, integrale Spiritualität ist für mich Meditation plus oder Kontemplation plus. Also um irgendwie den Wert von Meditation nochmal auch hervorzuheben. Aber trotzdem sind da mehrere Plus dabei, ne? Und das ist vielleicht ein bisschen einfach ausgedrückt, aber in der Gänze doch drückt es eine ganz andere Haltung aus, die man der Spiritualität entgegenbringen kann. Ja, so sehe ich das auch. Also für auch, mich, ja. Ja. Ich habe von dir gelesen, von deiner mystischen Erfahrung. Und war das für dich ein Ausgangspunkt einer Entwicklung oder war es nur ein spezielles Feuer im Leuchtturm? Oder und welches Vokabular hast du verwendet für deine mystische Erfahrung? Das ist nämlich meine, ich bin Übersetzerin, ja. Und ich weiß, dass wir auch für mystische Erfahrungen ein bestimmtes Vokabular verwenden, vor dessen Hintergrund diese Erfahrung möglich ist. Also so wie Katholiken immer Jesus oder, ja. Oder. Also was war dein Hintergrund, was war für deine mystische Erfahrung? Ja, keine einfache Frage. Als ich diese Einheitserfahrung, vielleicht um gleich mal einen Begriff da reinzubringen, machen durfte, da war ich 23 Jahre. Und ich hatte jetzt mit Spiritualität im eigentlichen Sinne noch nicht allzu viel zu tun. So, nicht? Und ich bin dann, ich durfte diese Erfahrung machen und stand erstmal alleine da im Sinne von, wie kann ich das überhaupt verstehen? Was macht diese Erfahrung überhaupt mit mir? Und ich habe es dann auch im Freundeskreis erzählt, aber ich wurde nicht so wirklich verstanden. Und insofern war ich erstmal einige Jahre mit dieser Erfahrung alleine. Und
Ich habe nur gespürt, es hat mein Leben total verändert. Also ab diesem Moment, würde ich mal sagen, bin ich noch viel stärker in ein Suchen gekommen oder habe ich die Welt einfach nochmal anders gesehen. Und in der Mystik spricht man ja von Unio Mystica. Das kam dann erst später, so Begrifflichkeiten, die für mich dazu kamen. Also wenn ich es selber mal mit meinen eigenen Worten sagen darf, dann würde ich sagen, es war im Grunde die Verbundenheit mit dem Leben pur. So mit all dem, was mich selber ausmacht, aber vor allen Dingen auch, was in diesem Moment zumindest, was um mich herum war. Ich wusste, durch diese paar Minuten wusste ich, das Leben geht nicht zu Ende, das Leben geht weiter. Und ich wusste, wir sind alle göttlichen Ursprungs, so um vielleicht in so Begrifflichkeiten, ich weiß nicht, ob dir das ausreicht, sonst können wir gerne da noch weiter drüber sprechen. So ging es mir in den ersten Jahren zumindest und ich habe dann angefangen zu meditieren, war in einer christlichen Meditationsgruppe und da ging es sehr stark um den kosmischen Christus. Dann kann ich dazu sagen, in dieser Einheitserfahrung tauchte kein Christus auf, auch kein Buddha, auch nicht Gott als irgendwie in irgendeiner Vision oder so etwas Ähnliches, sondern es war irgendwie alles verdichtet. Und insofern habe ich mich schwer getan. Ich merkte irgendwann, ich brauche Unterstützung auf meinem spirituellen Weg und habe gedacht, wohin wende ich mich? Dann schien mir Zen und Kontemplation, die christliche Mystik, sehr naheliegend zu sein, auch weil ich jemanden kannte, der bei Williges Jäger war. Und für mich selber war, ob ich nun den Weg der Zen gehe oder Kontemplation, war nicht so von Bedeutung, weil ich dachte, okay, das ist ein Ausdruck des einen vielleicht. Ne? Aber ich habe mich dann einfach für Kontemplation entschieden, mehr, weil mir die Mystik auf eine bestimmte Art doch etwas näher war, als für mich damals so. Ich dachte, Zen ist ein bisschen rigide und ja, also insofern habe ich mich eigentlich immer schwer getan, das so in Worte, diese Worte dafür zu finden, weil sie manchmal dem nicht gerecht werden. Aber Was mich interessieren würde, wusstest du, dass das eine spirituelle Erfahrung ist? Denn als ich mal so einen Moment hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich verstehe plötzlich alles, Leben, Tod und so, ich habe da gar nicht gewusst, dass das eine spirituelle Erfahrung ist. Ich habe nur gemerkt, wenn ich mal angedeutet habe irgendwas, und die Leute wussten nicht, wovon ich rede. Und dann habe ich gemerkt, offensichtlich hat nicht jeder so einen Einsichtsmoment. Aber dass es spirituell ist, habe ich vielleicht 10 Jahre später erst erfahren. Wusstest du das damals schon? Das wusste ich schon, ja. Wusste ich, weil es hatte so eine Intensität. Ich wusste jetzt nicht so von der Deutung her gesehen, so war ja eben die Frage von Monja, aber ich wusste, es geht über all das hinaus, was ich kannte. Und da es so lichtvoll und auch auf liebevoll war, wusste ich, es ist eine tiefe spirituelle Erfahrung. Das Wort Spiritualität habe ich auch für mich so genutzt. Nicht? Aber alles andere, wie es bei anderen Mystikern manchmal auch ist, man tut sich schwer, es in Begriffe zu fassen, weil man denkt oder weil ich auch dachte, es wird dem nicht gerecht, diese Erfahrung jetzt so zu personal oder zu dinglich so auszudrücken. Es wurde dem nicht gerecht und von daher hatte ich vielleicht auch immer das Bestreben, so diese Erfahrungen von Spiritualität auszudrücken in Worte. Ja, ich hatte damals von Spiritualität, wusste ich überhaupt nicht, dass sowas existierte. Ich kannte normale Kirchen und das war's. Aber dass es noch was anderes gab, wusste ich damals nicht. Das habe ich dann erst langsam und auch durch Ken Wilber. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum ich dann so bei Ken Wilber blieb, weil dann plötzlich, da kommen dann Erklärungen für die Dinge, die ich vorher nicht wusste. Danke. Ja, meine Erfahrung war, ich glaube, da war ich so etwas um die 30, und ich habe das Vokabular der Technik damals verwendet, da war damals die Mondlandung und der Blick auf die Erde.
Und dort hinaus hat es mich katapultiert, also wirklich so dieses Tür um Tür um Tür wurde aufgestoßen. Nur ich habe das damals mit einer personalen Erfahrung, weil es war mit einem Du. Und ich bin einige Konditionierungen von mir überstiegen, damals bevor diesem Moment. Und ich habe auch schon davor Yoga gemacht und Kundalini-Yoga. Wahrscheinlich hat das Kanäle gereinigt, das weiß ich nicht. Aber ich bin damals zu den alten Literaturen gegangen und habe versucht nachzulesen, weil ich auch nicht recht wusste, was mache ich mit der Erfahrung in meinem Alltag. Ja. Wie soll ich jetzt plötzlich das alles eins ist, wie kann ich das umsetzen? Und ich habe dann mich also in X-Sackgassen, ich habe es mit personaler Liebe verwechselt und so weiter, wie halt das die Frauen so tun. Und das ist eigentlich also der Umgang mit der Erfahrung und wie sie dann in den Alltag gebracht werden kann, wenn überhaupt, und so nicht in einer klösterlichen Umgebung oder wie du eben spirituelle Jahresgruppen dann machst. Also mich würde auch interessieren, du bist verheiratet? Ja. Ja. Wie hast du das in deine Familie einbringen können, wenn überhaupt? Ja, ich bin einige Zeit später mit meiner Frau zusammengekommen. Wir sind jetzt 36 Jahre verheiratet. Und ich habe ihr natürlich davon erzählt und ich habe es auch meinen Kindern erzählt, als sie dann größer wurden. Ich wurde schon früh Vater und als die Kinder dann größer waren. Aber ich merkte, sie verstanden eigentlich auch meine Frau nicht so wirklich, was ich erlebt habe. So, ne? Sie haben eher gesehen, dass ich auf dem Kissen saß und meditiert habe. Und wir haben gesehen, meine Frau auch, dass Spiritualität für mich das Wichtigste im Leben ist. Das war auch manchmal, ich will nicht sagen Konfliktpunkt, aber doch immer wieder, manchmal in der Ehe nicht so einfach, weil ich kann auch so sagen, Spiritualität ist für mich das Wichtigste im Leben. Und dann in der Partnerschaft ist das manchmal nicht so einfach, damit zu leben. Also für meine Kinder war es ein bisschen befremdlich, dass Papa nun meditiert und Yoga macht und naja, diese Dinge, die man auch noch so macht, neben Meditieren. Und ich habe mich immer bemüht, ihnen die Freiheit zu lassen, die sie brauchen, um sich selber irgendwo zu finden. Und hätte mir gewünscht, vielleicht sie wären spiritueller oder würden auch meditieren, aber tun sie bislang nicht. Und naja, also ich habe es schon versucht zu integrieren und es ist kein Fremdkörper, so ist es nicht. Ne? Aber manchmal schon, ja, vielleicht hat es auch, oder vielleicht noch so, was du vielleicht auch kennst, Monja, dass man sich manchmal nach so einer Erfahrung ein bisschen fremd in der Welt fühlt. So. Weil wenn man diese tiefe Erfahrung gemacht hat, dann ist es schon so, dass ich die Welt manchmal vielleicht mehr, obwohl ich bodenständig bin, aber doch manchmal mehr so von oben her betrachte und das kann ich dann nicht so teilen. Deswegen bin ich auch bei Ken Wilber irgendwie vielleicht gelandet. Ja. Für mich, weil du Ken Wilber sagst und der Integrale Forum und so weiter, ist es vor allem eine Wahlverwandtschaft, dass wir, die wir doch viele diese Erfahrung gemacht haben, eben sonst kaum mit jemandem drüber reden können. Meine Einheitserfahrung war ja von sehr weit weg. Also das war wie vom Blick, wenn ich am Mond bin und ich schaue zurück auf die Erde und weiß, dort ist alles Lebendige, eines. Also eine Bewusstheit, ein Bewusstsein und ich bin auch ein Punkt davon. Weil finde ich in manchen Menschen, da merke ich, ohne dass man darüber spricht, dass da eine Resonanz ist. Und das ist also etwas, was mich also gerade bei den Integralen heimisch werden hat lassen. Ja. Wir haben auch Künstler dabei und so weiter in den Gruppen. Und viele empfinden das dann, wenn wir zusammen sind, als eine Art Oase in der Dürren oder in der Wüste des Flachlandes, also der Rest des Alltages, was natürlich sehr gemein ist, das sozusagen. Aber ich glaube schon, also
da sehe ich uns immer als Kamele. Wir brauchen hin und wieder die Möglichkeit, uns Wasser aufzunehmen, um dann wieder im Alltag weiterzumachen. Wenn das ein Bild ist, das dich nicht stört und der Passgang der Kamele. Und es ist natürlich schon so, in einer Gruppe mit Wahlverwandten merkst, ist das zweite Gesicht Gottes, das im Du, leichter zu erkennen für mich. Wie geht's dir da damit? Du hast ja, diese Gruppe ist live und nicht virtuell, diese Jahresgruppe. Hier ist was? Live, also ihr begegnet euch? Ja, genau. Wir sitzen hier in einem Bildungszentrum oder haben dort einen Raum. Wir treffen uns wöchentlich und wir sehen uns und wir meditieren 3x20 Minuten. Wir sind auch ein Stück Weggemeinschaft. Aus dem Zusammenkommen mit den anderen hat sich auch ergeben, dass ich jetzt eine spirituelle Linie, wie man so bei uns im Integral oder vielleicht von der Mystik her sagt, dass eine Weggemeinschaft entstanden ist. Sie nennt sich Mandorla. Das ist aber erst so vor einigen Jahren gekommen. Und vorher war es mir wichtig, so eigentlich schon immer diese Erfahrung miteinander zu teilen. Vielleicht mehr, also vielleicht ursprünglich mehr, weil ich auch von der Mystik her komme oder von Ken Wilber geprägt bin, von der Stille her. Also die Stille miteinander zu teilen. Ich habe ja erst vor ungefähr 10 Jahren diese Gruppe Integrale Spiritualität gegründet. Vorher war es eine reine Kontemplations-, eine Sitzgruppe. Und das gemeinsame Sitzen in der Stille ist mir eigentlich immer noch, wenn ich genau hinschaue, das Wichtigste. Also die Stille miteinander zu teilen. Und wenn wir in der Stille sind und ich mich wirklich öffne, so weit, dass ich das gemeinsame Feld erforsche, dann spüre ich einfach diese Verbindung, vielleicht die so ein bisschen ist wie in dieser kosmischen Erfahrung, die ich so machen durfte, dass etwas Heiliges zwischen uns ist. So, dass das Feld, was da ist, etwas Heiliges hat, etwas Liebendes hat. Und, ja. Wenn das deine, war das deine Intention, so da hinzuschauen? Ich habe keine Intention, ich lasse mich führen. Und ich möchte, also mir ist es ein Anliegen, dass dein Sein deutlicher wird für uns alle. Wir kennen dich ja, also Heidi, also ich kenne dich nicht persönlich, weil es ja nicht so unterschiedlich ist von allen anderen. Also mir gefällt ja die Weggemeinschaft, der Begriff gefällt mir sehr gut. Und jetzt kommt natürlich meine nächste Frage. Wohin führt der Weg? Wohin führt der Weg? Oder ist der Weg das Ziel? Oder wie? Ja, wohin führt der Weg? Also der Weg führt vielleicht dahin, dass unser Sein, unsere Seele oder unser seelisches Wesen, um Aurobindo mal zu benutzen, den ich sehr, sehr schätze, wirklich sehr schätze, dass das seelische Wesen in uns erwacht, weiterhin erwacht und dass wir vollkommene Seelen werden. Also dass unsere seelischen Qualitäten, die wir haben, dass die sich entwickeln. Das ist mir so in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden. Und da ist die Meditation eine Möglichkeit, aber auch Dialog und die anderen Dinge sind auch von Wichtigkeit, dass wir unsere Gefühle, dass sich unsere Emotionen entwickeln, dass sich unser Denken entwickelt. Und ich könnte auch sagen, dass wir erleuchtete Wesen werden, aber ich tue mich schon ein bisschen schwer damit, weil das ist schon so vielleicht so ein bisschen abgedroschen. Aber dass wir vollkommener werden, so von dem, wie wir sind, dass der innere Teil, das seelische Wesen, was ich eigentlich einen sehr schönen Ausdruck finde von Aurobindo, dass sich das eben entwickelt und dass wir im Grunde genommen dieses innere Licht in uns oder dieses Leuchten, was ich auch erlebt habe in der Einheitserfahrung, dass das durch uns hindurchkommt und zwar permanent, also permanent im Sinne von gegenwärtig jeden Moment. Und das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, aber das ist, könnte ich sagen, das ist für mich, geht es einfach darum, das in die Welt zu bringen, das zu leben und ja, dazu kommt vielleicht auch noch, sich
sich so dem Göttlichen zu überlassen, das, und zwar der inneren Entwicklung, den inneren Impulsen, so dem seelischen Wesen oder in Kontakt mit dem großen Du, könnte ich jetzt auch sagen, dass ich mich dem überlasse und zu dem werde, der ich in Wirklichkeit bin. Und da, das scheint mir so das Wichtigste zu sein, worum es geht. Ne? Also. Da kommt natürlich gleich die nächste Frage bei mir. Was bringt dich davon ab, dass du dein Licht, weil der Anspruch, den kenne ich ja, also dass ich ausstrahle. Was bringt einen davon ab? Du hast Schattenarbeit erwähnt. Ja. Und das ist für mich also eine wesentliche Säule des Integralen. Und ohne die Schattenarbeit, glaube ich, wird unser Licht nie wirklich strahlen. Ja. Naja, was bringt uns davon ab? Ich meine, wenn ich mich selber anschaue, dann sehe ich halt eine Menge egoistische Tendenzen. Ne? Also wichtig sein zu wollen oder diese ganze Palette von egoistischen Tendenzen, die man so hat, hart mit sich, hart mit anderen sein zu wollen. Also ich finde, die unsere Persönlichkeitsstruktur, wenn ich das gleich mal so ins Wort nehmen darf, die ist sehr stark. Und die packt uns eigentlich in der Regel die ganze Zeit, will ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen übertrieben, aber die eigentliche Arbeit ist eben nicht nur Schattenarbeit im psychologischen Sinne, sondern eben auch mich dem Göttlichen hinzugeben und auch mein Ego zu erkennen. Und wie Dürkheim sagt, das Ego zum Tee einzuladen, finde ich immer noch eine tolle Metapher. Also nicht so hart mit sich zu sein und irgendwie unser Ego kennenzulernen. Und das ist etwas, was ich auch schon die ganzen letzten 40 Jahre, geht mir auch mit anderen Menschen so. Ich möchte auch deren Ego kennenlernen. Ich möchte auch deren Seele kennenlernen, wenn ich jetzt meinetwegen in der Trauer arbeite und habe jemanden gegenüber, der trauernd ist. Und damit in Resonanz zu kommen, so. Also sowohl die Ego-Struktur kennenzulernen, als auch, was mir natürlich auch von Bedeutung ist, das Leuchten dahinter oder die Seele dahinter und damit in Resonanz zu kommen. Vielleicht nicht im klassischen Sinne psychologische Arbeit. Ich würde es vielleicht eher auch, wie Galuschka auch ganz gerne sagt, eine Seelentherapie oder Seelenarbeit nennen. Und mich im tieferen Sinne kennenzulernen, weil ich kann ja nur durch von innen durchleuchtet werden, wenn ich mich kenne und wenn ich auch mit meinen Persönlichkeitsstrukturen, mit meinen Emotionen, die nicht geklärt sind und mit dem, wo ich mir im Grunde genommen im Wege stehe, mit dem Leben in Kontakt zu kommen, wenn ich das kennenlerne. Aber jetzt nicht durch Denken oder durch zu viel psychologische Arbeit, sondern vielleicht eher durch, wie Galuschka sagt, durch Spüren, ne? Also spürend unterwegs zu sein. Das ist zum Beispiel auch etwas, was in unserer Meditationsgruppe von großer Bedeutung ist. Wir versuchen zu fühlen, zu spüren. So. Und ja, ich habe selber ja eine Ausbildung als Gestalttherapeut gemacht. Ich habe dann 4 Jahre noch eine Ausbildung gemacht, transpersonale Psychologie, die nannte sich Karuna-Training. Da haben wir uns auf Shokyam Trungpa bezogen. Und beides war schon sehr wichtig für mich. Ist auch nicht so, dass ich da jetzt nichts damit zu tun haben möchte, gar nicht. Aber es war schon ein besonderer Zeitabschnitt, und der mich auf den Weg gebracht hat und den Wert von psychologischer Arbeit, Seelenarbeit auch wirklich, von spiritueller Arbeit auch in meinen Alltag zu integrieren. Das hat auch was mit der Erleuchtungserfahrung zu tun, weil ja. Du zuckst die Achseln. Ich habe mir, jetzt ist wieder so der Gedanke aufgetaucht, ob eben jede Nationalität, und die deutsche Nationalität ist natürlich sehr auf Disziplin aus, ob das auch erst überwunden oder behandelt werden muss, um sich selbst zu begegnen. Also wir Österreicher sind ein bisschen lockerer vielleicht in mancher Hinsicht. Die Heidi hat sicher Erfahrungen mit Italienern, also wie die mit Spirituellen umgehen. Aber ich begegne dem schon, also dass die Disziplin oft über alles gestellt wird. Mhm.
Und dann habe ich, finde ich, wieder Stellen, dass das eigentlich dem dann eher im Wege steht, dass du dich nicht wirklich hingibst. Da kann ich, das kann ich bestätigen. Das ist noch immer mit mir als deutsches Kontribut, sagen wir mal, aus der Vergangenheit. Da habe ich sehr viel mit zu tun. Mit der Überdisziplin, die einem dann irgendwo im Weg stehen, die einem nicht erlaubt, das mal sein zu lassen oder nur schwierig erlaubt. Ja? Und insofern ist gerade so ein Erlebnis, was mich damals auch überkommen hat, es war hier in der Natur. Ich wollte natürlich auch, dass es mir wieder passiert, aber wahrscheinlich stehe ich dem selber im Weg, weil man jetzt muss ich diese Praxis machen und das und dann kommt es vielleicht wieder. Ja? Und das ist genau dieses Disziplin-Dings. Ja? Was, ohne Disziplin geht es nicht, aber so übertrieben, wie ich die kennengelernt habe und mit der ich lange Zeit mein Leben bestritten habe, es ist jetzt viel besser geworden, davon abgesehen, aber das würde ich schon sagen, das ist typisch aus unserer nationalen, wie soll ich sagen, Volksseele, kann man es vielleicht so nennen, gekommen. Ja. Was sagst du dazu? Dann fallen mir die Jahre ein, wo ich sehr eng noch Kontemplationsschüler war, also dann von meiner Lehrerin als Lehrer ernannt wurde und natürlich habe ich das so weitergeführt, wie meine Lehrerin damals hieß, Cecilia von Schöning, wie sie mir das so vorgelebt hat. Das heißt, wir haben sehr zen-orientiert Kontemplationen gemacht, weil auch Willigis das so gemacht hat. Nicht? Und wenn ihr das, wer es kennt, der weiß, dass es eben sehr diszipliniert ist, also der Praxis, die Praxis auf jeden Fall. Und mit Hölzchen, die den Takt geben, mit Klangschalen, die den Takt geben, mit nichts sagen, wenn man in den Raum hineinkommt, nicht sprechen in dem Raum, in dem Meditationsraum meinetwegen. Und das fand ich auch die ersten Jahre eigentlich ganz hilfreich. So, aber irgendwann merkte ich, es fehlt etwas ganz Entscheidendes, nämlich das Gespräch oder einfach der Austausch miteinander. Ja, wir waren in dieser Kontemplationsgruppe, haben hier in der evangelischen Marienkirche gesessen und die Teilnehmer wussten überhaupt nicht, wer ist eigentlich neben mir, wer ist rechts neben mir, wer ist links neben mir, man kannte sich gar nicht. Ne? Und wahrscheinlich habe ich auch dieses etwas Rigide so in meinem persönlichen Sein, kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen, aber dass ich auch da etwas für hatte, wahrscheinlich weil wir Deutschen eben so sind oder ich habe mich jetzt viel mit dem Thema Kriegsenkel beschäftigt, dass ich diese rigide Seite etwas, die hat ja, das ist ja nicht umsonst zu mir gekommen, ne, sondern ich habe auch etwas mit zu tun gehabt, ne, weil irgendwie hatte die auch was Sympathisches so, eine ganz große Klarheit, aber irgendwann war es einfach zu klein. Also diese Form von Spiritualität war mir auf jeden Fall irgendwann ganz klar zu eng, ne, weil, und das war eher dieses Bedürfnis so, es fehlt etwas, ne, und dann habe ich immer gedacht, was fehlt denn? Und dann war mir klar, es fehlt einfach die Begegnung und der Austausch und das Gemeinsame, das fehlte und auch dann emotionale Arbeit, so etwas zu tun. Und da kam mir dann die integrale Lebenspraxis, dann habe ich das da im Grunde genommen wiedergefunden, was ich so in mir selber auch, ich dachte, ja genau, das fehlt einfach. Und wenn ich jetzt an meine jetzige Gruppe denke, wie es jetzt so ist, dann haben wir immer noch die Klanghölzer so und wir verneigen uns immer noch. Und wenn wir reinkommen, reden wir allerdings miteinander, aber wenn es dann losgeht, na, dann verneigen wir. Wir machen sogenannte Gebetsgebärden, also Gebärden, die ein Gebet sind, wo man sich am Ende auch, wo man eine Niederwerfung macht, was für manche auch etwas befremdlich ist, so eine Niederwerfung zu machen, nicht? Und zu knien und so. Ne? Und ich finde dennoch, es hat etwas. Ne? Also ich habe nicht gedacht, ach, das muss man jetzt alles über Bord schmeißen und jetzt irgendwie nur noch, wie ist das sein oder wie damals so über Bhagwan so die Tendenzen so kamen, das habe ich eigentlich nie so empfunden. Ich dachte, eine gewisse Struktur,
das fände ich jetzt ein interessantes Thema nochmal, gebraucht es schon, um einen spirituellen Weg zu gehen. Also auch, auch eine Disziplin oder den Willen auch, den Weg zu gehen. Ne? Also es fällt nicht alles nur vom Himmel. Wenn ich mich nicht öffne und wenn ich nicht bereit bin und wenn ich nicht Schritte gehe und auch willentlich gehe, ich glaube, dann steht man, wenn es schlecht läuft, mit leeren Händen da nach Jahren. Ne? Das ist beliebig vielleicht geworden und das erlebe ich auch, wenn ich mich so umgucke, sehe ich das auch hier und da. Ne? Es gibt ja dann so Bücher, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erreichst. Aber das ist ja nur scheinbar, dass du nicht das Feld ständig beackern sollst, damit du etwas sehen kannst, also das sehen kannst. Was jetzt aufgetaucht ist bei mir, ist, du hast mit 23 diese erste Erfahrung der Einheit gehabt. Und seither? Ach so. Seither? Ja, gute Frage. Wie Heidi vorhin schon sagte, ich irgendwie unbewusst möchte man diese Erfahrung wieder machen. Ne? So, es treibt einen, es ist ja so, diese Erfahrung, die ist ja nicht nur so, man hat sie jetzt gemacht oder nicht gemacht, sondern mich hat es eben auch zum Erwachen gebracht, mich hat es immer nach vorne gezogen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass das Göttliche mich so am Schopf packt und immer zieht und zieht und zieht und so, vielleicht so einfach ausgesprochen. Ne? In diese Erfahrung zu kommen, habe ich mir dann lange Jahre im Weg gestanden. Und zwar ganz klassisch. Ich habe auf dem Kissen gesessen und wollte diese Erfahrung wieder haben. Ne? Und bin in Kontemplationskursen gewesen, damals Schweigekurse, 5-Tage-Kurse. Man hat von morgens 6 bis abends um 9 gesessen, mehr oder weniger. Und mein Bestreben war natürlich, in diese Erfahrung wiederzukommen. Aber es kam nicht. Und diese Erfahrung von dieser Qualität habe ich auch nie wieder erleben dürfen. Es gab dann nochmal vielleicht so nach 12 Jahren eine Erfahrung auch auf dem Kissen, wo ich so, das kennen andere auch, wenn man unbedingt etwas will und dann plötzlich völlig frustriert ist. Ich saß auf dem Kissen, war völlig frustriert, weil alles das, was ich mir so gedacht hatte, kam überhaupt nicht. Und ich dachte, ach, wozu das eigentlich alles? Warum sitze ich hier überhaupt? Und dann habe ich nochmal wirklich ein tiefes Erlebnis gehabt. Und dann habe ich gedacht, das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, komischerweise habe ich gedacht, jetzt bin ich anders. Und ich habe mich jetzt verändert, habe ich so gedacht. Und vieles, ich muss mich jetzt nicht mehr so anstrengen. Und ich bleibe quasi in dieser Stimmung und bleibe in diesem Zustand. Und ich merkte dann so nach Wochen, Monaten, das war zutiefst frustrierend, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Kaum. Das war eine bittere Erkenntnis, wirklich. Das war eine bittere Erkenntnis, zu realisieren, dass nicht so, wie Wilber sagt, das zwar so enorm zieht oder vielleicht auch über 1-2 Stufen so schneller hinausbringen lässt, das mag sein. Aber im Grunde genommen, der ich vorher war, war ich danach auch. Und das wiederum war dann, war für mich sehr wichtig, letztlich anzuerkennen, dass ich eben etwas zu tun habe. Nicht? Aber so in dieser Erfahrung war es bitter. Also zu erkennen, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Und Erleuchtung bedeutet nicht, dass ich, vielleicht mag es anderen anders gehen, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe eben etwas zu tun. Und dann habe ich mich nochmal auf den Weg gemacht. Kannst du da noch tiefer gehen, was du zu tun hast? Also die Erfahrung war ja so auf dem Kissen, ich bin im Grunde genommen der Gleiche geblieben. Und ich habe etwas zu tun im Sinne von, dass ich mich wirklich zum einen spirituell gesehen völlig öffne, auch spirituell öffne, um überhaupt die kosmische Energie mich von der erreichen zu lassen, auf dem Kissen auch. Und das heißt eben, dass ich aufhöre, und das ist mir dann auch ganz gut gelungen, aufhöre, wirklich eine gute Erfahrung machen zu müssen, zu wollen, etwas erreichen zu wollen. Ne? Das hat sich nach dieser Erfahrung verändert. Ich konnte
auf einmal mehr sitzen, und das ist aber eigentlich immer noch, vielleicht auch, um da auf deine Frage zu kommen, ich kann mich eigentlich jetzt in der Regel hinsetzen und fühle mich sehr verbunden mit mir. Und dann tauchen natürlich Dinge auf, aber ich kann die einfach anschauen und kann die vorüberziehen lassen. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die man nach längerem Sitzen, dass man die macht. Also dieses Akzeptieren von dem, dass ich es nicht in der Hand habe. Und das sagt sich so schnell. Aber ich glaube, diese Erfahrung, diese bittere Erfahrung von ich habe mich überhaupt nicht verändert, die hat damit zu beigetragen, anzuerkennen, dass es darum erstmal darum gar nicht geht, unbedingt Erleuchtung zu erfahren nochmal. Und das Zweite ist, dass ich es geschehen lassen muss. Ich kann es nicht erzwingen. Und das andere ist dann, und dann habe ich eben die gestalttherapeutische Ausbildung gemacht, dass ich gemerkt habe, ich möchte auch aktiv etwas tun, um mich im psychologischen Sinne nochmal mit mir selber auseinanderzusetzen, um bereit zu sein. Aber letztendlich geht es auch wieder um Spiritualität, um bereit zu sein, um diese kosmische Energie, wie Aurobindo sagt, um dafür überhaupt für offen zu sein. Wenn das Rohr dreckig ist, dann kommt auch nicht so viel Licht dadurch. Ne? Und ja, insofern greifen diese beiden Welten so ineinander für mich. Und Mandorla heißt ja die Linie von mir. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass es einmal das göttliche Sein gibt, als ist eine Ellipse, Mandorla, man heißt Mandel. Und diese beiden Welten, die also das Göttliche und das Weltliche, die sind bei manchen vielleicht getrennt und dann begegnen sie sich und dann überlappen sie sich. So. Und diese Überlappung ist für mich so sozusagen das, worum es eigentlich geht. Ne? Also diese Überlappung im Sinne von, dass das Materielle und das Göttliche, dass sich das im Menschen eben überlappt und dass das göttliche Licht dann aus in diesem überlappten Zustand so wirken kann. Und ja, vielleicht soweit, erstmal jetzt nicht zu lang ausholen. Ne? Ja, danke für die Offenheit. Das ist sehr schön und freut. Darf ich kurz auch ja, Heidi, sagen? Mhm. Erstens ist mir eingefallen dazu, dass ja Ken Wilber gesagt hat, durch all das, was wir tun, bereiten wir den Grund, wo das geschehen kann. Ja. Aber wir können es eben nicht erzwingen und das Ego würde es halt so gern haben. Ja. Und dann kann man sich eben noch mehr anstrengen und es muss doch noch endlich werden. Ja, und vielleicht hat es auch mit dem Alterungsprozess zu tun, dass man das ein bisschen mehr loslassen kann. Ja. Weiß ich nicht, das ist jetzt gerade so eine Idee. Dann wollte ich mal kurz auf deinen Artikel eingehen, das haben wir noch überhaupt nicht davon gesprochen. Du hast ja den veröffentlicht, auch in wie heißt die schnell, die Zeitschrift? Ja, genau. Und was du da geschrieben hast, das hat mir so besonders gefallen. Du hast gesagt, die Religionen sind Glasfenster einer großen Kathedrale. Alle versuchen sie etwas in den Glasfenstern über das Licht dahinter auszusagen und alle sagen etwas anderes aus. Das gefällt mir schon mal, das Bild der verschiedenen Religionen, die eigentlich praktisch das Gleiche sehen, aber andere Worte dafür benutzen, für das sie sehen. Und dann sagst du noch, man sollte hin und wieder mal die Glasfenster putzen. Genau. Denn sonst kann man nicht mehr durchsehen. Das fand ich eine wunderbare Metapher dafür, dass die Religionen sich auch entwickeln können, nicht? Oder sollten mal geputzt werden. Magst du vielleicht jetzt darüber noch ein bisschen, gehen wir vom Persönlichen mal ein bisschen mehr ins theoretische, abstraktere. Also dazu muss ich sagen, diese Metapher, die hat Williges Jäger gewählt. Ne? Und es ist für mich eine Art Koan geworden. Ne? Er hat immer wieder diese Metapher benutzt, dass viele das Kirchenfenster für die eigentliche Wirklichkeit halten. Und in Wirklichkeit, aus seiner Sicht, ist es aber nicht das Kirchenfenster, sondern das Licht, was hinter den Kirchenfenstern ist, was durch die Fenster hindurch scheint. Und damit habe ich mich eigentlich Jahre auseinandergesetzt, mit dieser Frage. Und ich habe, vielleicht war das auch etwas so, emanzipiert zu werden, ich habe dann irgendwann gedacht, nein, es geht nicht nur um das Licht, was dahinter ist. Das wäre ja die reine Erleuchtung, ne? Sondern es geht darum, Perspektiven zu entwickeln. Nicht? Und für mich gehört es beides zusammen.
dass man sowohl das Licht in sich wahrnimmt, als auch die Kirchenfenster, also Perspektiven einnimmt. Und dass die unterschiedlichen Religionen ja unterschiedliche Kirchenfenster haben. Ich bin zum Beispiel auch noch 6 Jahre bei einem tibetischen Lehrer gewesen, weil der eben Praktiken gelehrt hat. Also der kam von der Mönch-Tradition her und hat Dzogchen-Praxis gelehrt. Und dann habe ich gemerkt, ja, das, was dort passiert, obwohl das ganz anders ist als Zen oder Kontemplation, vom Wesen her, wenn er Dzogchen gelehrt hat, ne, geht es um diese formlose Meditation, wie man es im Zen kennt, wie man es in der Kontemplation kennt. Und natürlich ein Tenzin Wangya Rinpoche oder ein Willi Jäger oder letztendlich auch Ken Wilber, man muss natürlich irgendwie Metaphern benutzen oder du musst ja das erklären, diese Erfahrung erklären. Aber sie sind sich doch ähnlich, diese Erfahrungen. Also ohne sie jetzt gleich machen zu wollen, aber sie sind sich ähnlich. Ne? Wenn man jetzt auf die Meditation geht, dann gibt es im Tibetischen, ich habe jetzt bei Monia das A gesehen, das tibetische A, dann gibt es irgendwie Visualisierungsübungen und so. Und so gesehen war diese Metapher, die Williges Jäger gewählt hat, für mich ziemlich von Bedeutung, weil ich einfach gemerkt habe, nein, nur das Licht hinter den Fenstern ist es nicht. Und das Putzen meint einfach Schattenarbeit. Das meint einfach die Perspektive mal zu verändern und nicht immer durch die gleiche Brille zu gucken und sagen, ja, das ist jetzt integrale Spiritualität oder was man ja auch im integralen Kontext, manchmal ist es ja auch ein bisschen fest oder ein bisschen eng, ne? Dann, wir haben die eine Wahrheit, wir haben die eine Wirklichkeit und das ist die beste Sichtweise und so, das kann ich ehrlich gesagt nicht so teilen, nicht? Und das gibt es natürlich auch in der Kontemplation. Dann geht es häufig um die Frage, hast du die eine Erfahrung gemacht? Die Einheitserfahrung, ja. Wenn nicht, dann verstehst du gar nicht, worum es geht. Nicht? Also es gibt immer Perspektiven so. Und ich finde, die Perspektiven sind wichtig, weil ohne Perspektiven kommen wir nicht gut klar. Aber man hat sie eben, wenn man auf dem Weg ist, sollte man, naja, dieses Bild passt schon, das Fenster mal ab und zu mal putzen, ne? Das direkt drauf und vielleicht auch mal ein neues Fenster einsetzen oder so, wie Gerhard Richter im Kölner Dom, ne, irgendwie ganz andere bunte Fenster eingesetzt hat. So denke ich, sind wir auch gefordert, die Sichtweisen zu ändern, weil letztendlich sind es Sichtweisen. Ne? Es ist nicht die Wirklichkeit, aber sie sind schon von Bedeutung. Ja. Dass es letztlich nicht die Wirklichkeit ist. Also das behalte ich immer im Hinterkopf. Also weil ich ja sehr viel Schattenarbeit auch gemacht habe. Was ist jetzt die Wirklichkeit? Tja. Ich würde da nochmal, das ist echt eine spannende Frage, die Wirklichkeit ist, ich glaube, ist das, was man wirklich so unmittelbar im Jetzt erlebt. Wenn ich zum Beispiel letzte Woche einer Trauernden gegenüber sitze, einer Frau, die ihr Kind verloren hat, ne, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber der Moment, wo wir uns gegenüber saßen, ne, das ist die Wirklichkeit. Wo letztendlich auch, wenn ich jetzt hier an diesem technischen Gerät sitze und mit euch spreche, dann ist das die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist gegenwärtig und in dieser Gegenwärtigkeit zeigt sich ja auch, wie sehen meine Kirchenfenster aus. Habe ich jetzt nur Kirchenfenster im Kopf oder integrale Sichtweisen im Kopf oder kann ich die durchleuchten lassen von etwas, was größer ist als die Sichtweisen? Und damit wäre ich dann bei meiner Seele so. Oder würde ich sagen, ja, es gibt so eine Art Seelenlicht. Ne? Oder es gibt etwas in uns, was das Ganze nochmal durchleuchten kann, ohne jetzt so abgehoben zu sein oder so, sondern etwas, was wir echt im Sinne von Wärme oder in der Kontemplation spricht man von liebender Aufmerksamkeit. Ne? Also Teresa von Avila, die Mystiker haben das schon irgendwie damals schon gewusst, liebende Aufmerksamkeit. Das ist die Wirklichkeit. Ne? Weil du vorhin vom Spüren gesprochen hast. Also ich, wenn du so sprichst, spüre ich, wie mein Herz warm wird.
Und das ist für mich dann auch Wirklichkeit. Also wenn ich wirklich spüre, wenn ich spüren kann den anderen. Ja. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, denn du hast dann mit der liebenden Wirklichkeit mir dafür ein Wort gegeben, für das, was ich gespürt habe. Das ist so eine Art von Verbindung spüren. Also es ist irgendwo in der Brust, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber das ist ein anderes Gefühl als so das Normal, wenn du so tätig bist oder so. Ich könnte es nicht unter keine wirklichen Wörter dazu sagen, aber ich weiß ganz genau, wenn das passiert. Diese Art von Gefühl. Und dann sagst du liebende was hast du? Liebende Aufmerksamkeit. Ne? Aufmerksamkeit. Genau. Ja, das ist leider, was die Mystik dazu bringt, ne? Dass sie die Liebe mit dazu bringt. Und wenn man tiefer geht in der Meditation, dann ist es ja nicht nur Achtsamkeit, ne? Sondern es kommt ja etwas zum Vorschein, was, ich könnte jetzt sagen, die Tiefe unserer Seele oder gibt es jetzt viele Worte dafür, aber es kommt eben eher eine Dimension hinzu, ne? Und diese Dimension, und ich finde, das ist das, worum es geht, dass man diese Dimension zulässt. Ne? Und da komme ich nochmal auf Aurobindo, der hat das sehr, sehr gut in seinen Schriften. Er spricht von Hingabe, ganz einfach. Es geht um Hingabe, ne? Hingabe vertrauensvoll an das Göttliche. Und das ist eben gegenwärtig, ne? Und wenn ich mich dem Leben hingebe, so, dann komme ich auch in Resonanz, ne, mit dem Leben selber. Und jetzt auch so. Ne? Ich fühle mich auch ein bisschen wärmer als zu Anfang, so sagen wir mal so. Also was ich so spannend finde, ist, wenn ich das Wort Hingabe höre und da verbinde ich aus der Erfahrung wahrscheinlich irgendwie was Komisches. Ja? Davon will ich nichts hören. Davon. Es klingt so, wie sich aufgeben oder sowas. Aber wenn du sagst, lebende Aufmerksamkeit, da kann es plötzlich so aufgehen. Ja? Also das ist jetzt, das habe ich jetzt heute gelernt. Dankeschön. Das ist wunderbar. Ein Wort dafür zu finden, für das, was ich manchmal erlebe. Wunderbar. Ja, bei Hingabe ist es dann manchmal so, dann kommt unser Ego und sagt, ich will eigentlich kontrollieren, ne, oder so. Ich will mich einfach nicht nur dem Leben hingeben, ne, oder ich möchte mich nicht dem hingeben, was ist. Nicht? Und dann sind wir schon wieder möglicherweise gefangen, also ich spreche natürlich auch von mir, in bestimmten Strukturen, nicht? Und ich will es eigentlich kontrollieren, weil ich Angst davor habe, mich dem wirklich hinzugeben oder der Wärme oder dem Licht oder dem, was uns verbindet und die Nähe, vielleicht fühle ich mich schwer, die Nähe auszuhalten, meinetwegen, um jetzt so etwas Konkretes zu sagen. Und dann will ich nicht hingehen, weil ich Angst habe. Ne? Genau, und deswegen sage ich, es ist manchmal vielleicht gut, wenn man andere Worte dafür findet, für so Begriffe, die irgendwie komisch belastet sind aus der, was weiß ich, Kindheitserfahrung oder sowas, ja. Oder ich meine, Hingabe, Frauen sollen sich dem Manne hingeben, ja, oder lauter so ein Blödsinn. Ja. Und no, so schlecht ist es nicht, wenn der Mann richtig ist. Aber wenn das eine Forderung ist und wenn das verbunden wird mit dem Wort und dann ist es dann sofort negativ belegt. Ja, also für mich war das so. Insofern finde ich ein neutraleres Wort und sehr, sehr schön und ich danke. Ich finde es immer sehr schön, dass wir doch Schultern haben, auf denen wir schon stehen können, wenn du Aurobindo immer wieder erwähnst. Also es ist einfach, es gibt etwas, worauf ich mich schon verlassen kann. Und das ist Wort Hingabe, das ja im Englischen Surrender heißt, dass du dich eigentlich unterwirfst, was ja noch viel ärger ist wahrscheinlich für die Heidi. Ja. Aber es gehört Mut dazu auch. Es gehört Mut dazu, verletzlich zu sein. Ja. Und dem Göttlichen gegenüber ist es natürlich, also wie du vorhin gesagt hast, die Nähe auszuhalten. Dafür ist vielleicht unser Hirn gar nicht, aber unser Wesen könnte dafür schon geschaffen sein. Aber unsere mentale Funktion ist dafür noch nicht bereit, dass wir uns also dem Göttlichen hingeben. Das ist meine Erfahrung. Also ja, ich glaube, ich habe allmählich keine Fragen mehr. Heidi?
Nee, für mich ist mit dieser Erkenntnis ist es für mich sehr abgerundet, dass ich nicht Hingabe verwenden muss, sondern als Wort, sondern dass ich das anders benennen kann und vor allen Dingen da jetzt einen Begriff dafür habe, was ich in letzter Zeit verstärkt gespürt habe in mir. Ja? Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Und für mich ist eigentlich mein Lernpensum für heute erreicht. Ich danke dir, ganz, ganz super. Danke, Helmut. Danke euch auch, ja. Willst du noch ein paar Informationen geben, wenn jemand bei deinen Kursen mitmachen möchte oder bei diesem Jahrestreffen oder so? Ja, wenn er denn hier oder sie hier in Minden ist, also Ostwestfalen, kann man sich natürlich über mich an oder ich bin ja Ihr Partner auch, kann man sich dort, findet man Kontaktdaten zu mir. Ansonsten habe ich am Benediktushof verschiedene Kurse, zum Thema Sterben einen Kurs, zum Thema Trauer einen Kurs und auch zwei Kurse Kontemplation, also die christliche Form der Meditation und Selbsterforschung oder Inquiry, könnte man auch sagen. Also diese beiden Kurse, da habe ich zwei Kurse, wo es sehr um Schweigen geht, wo es aber auch um ein inneres Erforschen geht von dem, wer man ist, durch eine bestimmte Fragestellung, zum Beispiel, wonach sehnt sich deine Seele? Also kommt auch wieder in diese Bereiche hinein. Und das in Verbindung mit Meditation und mit Kontemplation, das halte ich schon für, wir haben jetzt ja auch viel darüber gesprochen, für sehr wichtig. Und wer sich dafür interessiert, man muss jetzt nicht unbedingt aus der Mystik kommen. Ich denke, ich habe auch deutlich gemacht, dass es für mich jetzt nicht die Mystik gibt, sondern es gibt einen spirituellen Weg. Und ich habe ihn jetzt am Benediktushof Kontemplation Mystik genannt. Ich hätte ihn auch anders nennen können. Aber es geht im Grunde genommen um Spiritualität oder vielleicht auch um integrale Spiritualität. Und wer sich dafür interessiert, herzlich gern, würde ich mich freuen, wenn jemand in einen Kurs kommen möchte. Ja. Online-Angebote hast du noch nicht? Nein, habe ich noch nicht. Nee. Und trägst du dich keine eigene Gedanken? Webseite? Ja, kommt vielleicht noch, wenn ich im Ruhestand bin in ein paar Jahren. Aber jetzt. Ich bin ja auch sehr aktiv in der Hospizarbeit in Minden. Ich habe ja einen Fulltime-Job hier und versuche hier eben auch Räume zu schaffen, wo sich Menschen begegnen können. Wir haben zum Beispiel ein Death-Café, ein Todescafé, was dialogisch, sehr dialogisch ist. Und ich versuche eben diese Erfahrung im Grunde genommen, die ich jetzt auch im Kontext von Herbstakademie oder auch von Integralen versuche ich ja eben auch in die Hospizarbeit hineinzubringen, dass man eben auch andere Begegnungsräume hat, wo man eben frei sprechen kann, wo Trauernde, wo Sterbende, oder Leute, die jetzt im Deskcafé zum Beispiel über den Tod nachdenken wollen. Ne? Das wird sehr gut angenommen. Also ich mache das jetzt seit 2 Jahren hier und ich glaube, wir sind in einer Zeitenwende, wenn ich das vielleicht noch so sagen darf. Ich glaube, es haben zunehmend Leute Interesse daran, sich zu begegnen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Nicht als Wunsch auch, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber ich denke, das integrale Bewusstsein erwacht im Menschen und mit sich auch gegen Johnson und gegen Trump durchsetzen letztendlich. Ja, hoffen wir das. Was ich hoffe, ist wirklich, dass diese Themen, gerade wie Tod und Krankheit, so, dass die aus dem Tabu herauskommen und dass man Leute findet, eben mit denen man sprechen kann. Ja. Ja. Und, es ist ja nicht so normal. Ich habe erlebt, als dann mein Mann starb vor 1,5 Jahren, so richtig reden mit jemandem, außer online, mit Leuten, die schon sich damit beschäftigt. Aber hier nicht mal meine Familie, ja, die hat nicht mal gefragt, wie geht's dir oder sowas, ja, sondern wird irgendwie weggeschoben. Ich kann es verstehen, ja, weil man eben Angst davor hat, dass einen das auch erwischt, aber für den, der jetzt da gerade durchgeht, ist es nicht besonders. Ja, das stimmt. Man fühlt sich alleine ein Stück weit, ne? Ja, und insofern finde ich toll, dass du das machst und dass du da Ansprechpartner bist. Und, ja. Und ich habe, wie gesagt, online einiges gemacht. Wer daran interessiert ist, thewisdomfactory.net. Da gibt es die Serie Conscious Living, Conscious Dying.
vor einem Jahr 8 oder 9 solche Gespräche geführt. Mhm. Und war auch sehr schön. Es kann nicht jeder nach Menden kommen, leider. Aber es ist in Würzburg, ne? Ja, ja, ich war auch da schon mal, war sehr schön bei Williges. Ja. So, vielen Dank für dich, also dass du uns so bereitwillig in dein Leben hast schauen lassen. Und Monja, dass du mir wieder geholfen hast, tiefe Fragen zu stellen. Ich danke dir dafür. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, nicht? Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.